seichter. Südtirol rückt nach rechts, aber ohne Freiheitliche. Woran liegt das? Ja, in der Tat ist es interessant, dass trotz der zahlreichen Parteien, die es gegeben hat, und die Ausgangssituation war ja für alle dieselbe, es eine Partei geschafft hat, mit unseren Themen die Wahl zu gewinnen. Uns ist es leider nicht gelungen, unsere gute und auch teilweise erfolgreiche Arbeit im Landtag der letzten 5 Jahre optimal zu verkaufen. Wir haben vielleicht einen zu leisen Wahlkampf geführt und vielleicht auch einen zu sachpolitischen Wahlkampf. Sind einige Dinge sicherlich schiefgelaufen und hier werden wir intern natürlich genauer analysieren müssen, woran es gelegen hat. Kommt es zu einem Umdenken oder sogar vielleicht zu einem Umbau innerhalb der Freiheitlichen? Na, das wäre jetzt verfrüht und dazu äußere ich mich auch noch nicht, weil wir uns als Vorstand auch noch nicht zusammengefunden haben. Aber ich denke, in einigen Dingen werden wir uns sicher auch wieder neu ausrichten müssen. Und was ganz wichtig ist für die Partei, ist, dass wir wieder eine Basis, einen Unterbau aufbauen müssen. Denn das hat sich jetzt ganz klar gezeigt. In einigen Bezirken haben wir keine Kandidaten gehabt. Da haben wir auch keine wirklich aktive Parteibasis mehr. Und ohne diese gewinnt man keine Wahlen. Und deswegen glaube ich, neben der Arbeit der nächsten 5 Jahre im Landtag wird das natürlich die primäre Aufgabe sein, der wir uns viel Zeit widmen müssen, die Partei wieder wirklich zu alten Stärken zurückzuführen und die Strukturen neu aufzubauen. Sie haben es angesprochen, der Südtiroler Freiheit ist es gelungen, mit ihren Themen Migration Stimmen zu holen, auf eine sehr aggressive Art und Weise. Zählt Polemik mehr als Sachpolitik? Das möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist Fakt, dass eine Oppositionspartei im Wahlkampf natürlich anecken muss, provozieren muss, auch durchaus scharfe Töne von sich geben darf. Und vielleicht nicht so sehr es gewünscht ist, dass man zu jedem Problem Lösungen präsentiert. Wir sind keine Regierungspartei und wir haben uns halt schon sehr auf Sachpolitik konzentriert, insgesamt als Gruppe, und vielleicht wirklich zu wenig so wahlgekämpft, wie man es von uns früher auch gewohnt war. Die Haudegen waren wir ja schon mal, wenn auch jetzt vielleicht etwas in die Jahre gekommen. Aber ich denke, die aus rein wahlstrategischen Überlegungen heraus hat es die Südtiroler Freiheit gut gemacht. Ohne jetzt zu bewerten, das mache ich nicht. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch gratulieren. Waren Sie zu brav? Sie selbst haben ungefähr 1.100 Stimmen eingebüßt landesweit. Zu brav? Ja, vielleicht zu brav, vielleicht auch, wie soll ich sagen, vielleicht zu ruhig. Es wird mehrere Gründe haben, aber eines ist klar, wenn die Partei insgesamt verliert, Julia allein wird es nicht machen. Das ist ganz klar. Also Sie werden in Zukunft zu zweit weiterhin im Landtag vertreten sein. Mögliche Koalitionen, Fratelli d'Italia hat leise anklingen lassen, ja, mit den Freiheitlichen eventuell, beruht die Liebe auf Gegenseitigkeit? Von Liebe würde ich nicht sprechen und jetzt ganz ehrlich, ich muss einfach schmunzeln, dass in einer doch kritischen Phase, in der wir uns befinden, wir Freiheitlichen, plötzlich in aller Munde die Koalitionsfrage gestellt wird. Also ich finde das etwas skurril, aber in der Tat ist die Südtiroler Volkspartei nicht einfach haben, eine Koalition auf die Beine zu stellen. Wir haben vor der Wahl auch in Ihrem Medium ganz klar gesagt, dass wir mit allen Gespräche führen, die mit uns Gespräche suchen. Wir Freiheitlichen werden sicher nicht klopfen gehen, aber in einer Demokratie ist es, glaube ich, tut man gut daran, wenn man mit allen spricht. Ob es tatsächlich zu einer Koalition dann kommt, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Uns ist es wichtig, dass wirklich unsere freiheitliche Handschrift in einem eventuellen Koalitionsprogramm vorhanden ist. Wir werden nicht Beiwerk sein,
oder so wie es die Lega in den letzten 5 Jahren war, das wird es mit uns nicht geben. Also nur Mehrheitsbeschaffer, das spielt sich mit den Freiheitlichen sicher nicht, wenn ernsthaft und wenn, dann hängt es von der Thematik, von der Programmatik und ein bisschen auch von der Tempistik ab. Denn Südtirol hat wirklich viele Probleme, die dringendst jetzt angegangen werden müssen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Salto.